Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Warsunder, spielen auf der Karte Kuban mit unserem schönen Panther A diesmal. Ja, ja. Ja, der G, den habe ich jetzt noch ein bisschen weiter gespielt, aber ich habe leider noch nicht die Ersatzteilkiste, deshalb ja, kommt der erstmal hier zum Einsatz. Schauen wir mal, was das so wird. So. Aha, was haben wir hier? Hier 2, das geht noch bis dato. Was steht da für ein Heini? In der KT45, ja, das ist nicht der harte Brocken dabei teilweise, egal, wir müssen es versuchen. Dafür habe ich bei dem hier fast das Sperrfeuer fertig, da freut mich natürlich sehr, weil ein bisschen Artillerie, das macht immer Spaß, ne? So, mal gucken, dass wir hier den IS jetzt mal stehen lassen, ziehen wir uns einfach mal davor her. Sehr schön. Ein schönes Überholmanöver, würde man sagen. Mal gucken. Also es wird auch echt, zunehmend echt härter, finde ich, vom Matchmaking her. Das muss man einfach mal so, ja, zugeben, das ist nicht ohne. So, mal gucken, was da vorne ist. Ein Tiger, das geht wieder sehr ab. Mein Gott, war das ein schlechter Schuss. Der Schuss, oh Mist. Ja, das war ganz schlecht. Abschusshilfe, da war der wenigstens schon mal drauf. T44 haben wir jetzt noch. Ferdinand brauche ich ehrlich gesagt nicht. Doch, habe ich dem Ferdinand jetzt mal wenigstens so ein bisschen einen reingedonnert. Mist, 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 Mist. Jetzt sind wir gleich fertig. Es sei denn, wir kriegen noch ein bisschen die Kurve. Ah, dann Helmsaulern, das ist immer gut. So, mal gucken. Jetzt lädt er nach und sie unbeschädigt. Sehr schön. Das darf so mal sein. Sehr schön. Mist. Oh, Mann. Ja, es ist nicht leicht mit diesem Matchmaking, wirklich. Ihr seht, das sind harte Brocken. Da kann man leider Gottes nichts machen. Naja. Egal, so, Tiger E. Mal gucken. Ja, das ist echt so. Also, ja, es ist hart. Müsste ich vielleicht mal den G, den Panther G mal wieder aus dem Setting werfen. Vielleicht wird das dann ein bisschen besser. So, dann geht mal Maggi hier. Ich glaube, ich gehe mal direkt auf die Hartkerngranaten. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen besser. So, da ist eine IS-2. Da war eine IS-2. Wir gehen mal in den Flieger. Müssen uns jedoch noch etwas anders positionieren. Panther D ist da vorne. So. Hier können wir jetzt mal einfach so versuchen, stehen zu bleiben. Hm? Warum hat jetzt... Naja, egal. Luftschlag, warum hat er den nicht genommen? Wunderbar, das war ein Sherman. War zwar nur ein NPC, aber egal. Besser als gar nichts. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so reißen können mit unserem kleinen Tiger. Wie gesagt, mag ich sehr. Ich bin auch kurz davor, den auf ja, Elite quasi abgeschlossen zu haben. Das heißt, ich kann mit dem nichts mehr erforschen. So, das war ein kritischer. Das war zwar auch nur ein NPC, aber den habe ich gerade die Punkte, wollte ich einfach mitnehmen. Ah, noch ein Treffer. Zwar so einen richtigen Scheißtreffer, egal. Besser als gar nichts, sag ich mal, ne? Das lad nach, Kollege. Hol ich die Front. Oh, da hat er leider Gottes den anderen schon rausgenommen. Egal. Eine Abschuss. Gebt mir Deckung. Da hinten ist ein Ferdinand. Auf den müssen wir echt ein bisschen aufpassen, weil der ist nicht ohne. Aber er steht. Na, er kann uns, glaube ich, nichts haben. Egal. So, da ist ein Jagdpanther. Das ist auch ziemlich cool, das Ding. Kann man nicht anders sagen. Was war? Mein Gott, ich habe hier heute nur KIs vor der Flinte. War schon wieder eine. Ah, mit ein bisschen Glück können wir die Punkte einholen. Das ist natürlich richtig klasse. Das ist ein Tiger BP. Ah, das soll man da mit den Großen spielen. Da habe ich keine Aktien. Ja, wir versuchen ja unser ganzes Glück hier, um das zu verteidigen. Es ist manchmal nur nicht so leicht bei diesem Spielchen.
So, wo ist jetzt hier unser Freund? Fuck. Warum schießt er nicht? Sehr schön, den haben wir auf jeden Fall erstmal den Ladeschützen kaputt geschossen bei einem BP, verdammte Kacke. Sie unbeschädigt, das war schade. Da haben wir Glück gehabt, sehr schön. Da haben wir kein Glück gehabt, aber wir erobern den Punkt hier, das ist eigentlich noch viel besser. Artillerie gegen uns, da hauen wir lieber ab. Jetzt bin ich gerade echt verdutzt, dass wir das hier überlebt haben. Bam! So, das sind Erfolgsmomente, sage ich euch. Sehr cool, Tiger 2. Nur auch noch einen mitgegeben. Oh, verdammte Scheiße. Oh, das hat gesessen. Jetzt hat uns gerade irgendwas Dolle getroffen. Ja, ist ja gut, wir hauen ja schon ab, ihr habt ja gewonnen. Okay, jetzt reparieren wir mal ein bisschen. So, wenigstens ist der Richtschütze wieder dabei. Das freut mich. Aber es hat gerade gesessen, fand ich. Also das war von vorne, wo bemerkt. Also von vorne ein Tiger, 2 kaputt geschossen. Damit kann man leben. Dafür, dass die Runde gerade so bescheiden anfing, muss ich sagen, das war doch noch in Ordnung. Kommt hier nix. Nee. Alter Schwede. Tiger 2 Killer heißt das Video. Ob er wollte oder nicht. Verdammte Scheiße. So. Wo gehen wir denn jetzt mal hin hier? Mist, wir ziehen uns mal lieber zurück. Oh, ich wollte noch sagen, wir ziehen uns mal lieber zurück, die ISO. Aber das ist cool, ich habe da doch gerade irgendwie vorne das Ding schwarz geschossen. Ich weiß gar nicht, was das genau war. Bam, schöner Treffer, kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht abstreiten, aber wir haben doch ganz gut Punkte gesammelt. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Ja, nehmen wir den Panther A nochmal, das bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wir müssen durch. Schade, das ist mit denen noch nicht die gute Munition, aber das wäre jetzt richtig cool. Das könnte richtig noch was bringen. Da könnte man vielleicht sogar noch was reißen. So, ich gehe erstmal als Flieger rein und schön Bombe abschießen. Das bringt ja mal nett Pünktchen. B-24 Bomber, sehr schön. Und wir haben eine Focke oder eine Tar, das kann ich jetzt nicht so ganz erkennen. Auf jeden Fall haben wir was Dickes. Verdammt, hat er uns echt rausgeballert mit seinem B-24. So, Mist. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Abschusshilfe oder sowas in der Art. Mal gucken. Alter Schwede. Wow. Der hat auf jeden Fall gut gefressen gerade. So, unsere Kollegen holen Punkt C wieder. Das ist eigentlich noch viel schöner. So, Mod 44, was machst du hier? Das ist ein Ferdinand, den brauche ich mit meinem Panther leider von vorne nicht angehen. Das bringt nicht so viel. Schade. Das ist der, der uns abgeknallt hat. Na, müssen wir gerade ein bisschen taktisch angehen, das Ganze. Ah, war es nicht. Hier ist 2 da vorne. Panther A, den können wir doch. Angst, dass von links was kommt, ehrlich gesagt. Artilleriefeuerung. Jetzt aber hier wieder der mega Rückwärtsgang vom Panther. Der macht immer Spaß. Mich überhaupt nicht. Aber bleiben jetzt einfach mal stehen. Der alte Artillerie schon aus, oder?
Schade. Vierter. Jo. Dafür, dass ich echt dachte, zum Anfang die erste Runde mit dem Panther, dachte ich nur. Ja, und jetzt gab es mal zweimal Tiger 2 zum Frühstück. Das ist natürlich schon, ja, finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Okay. Ja, hat schwer gerockt. Waren natürlich auch zwei Einheiten dabei, die KI waren, fairerweise. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht so hoch loben, aber trotzdem, sehr cool. Oh, ja, das lohnt sich doch mit der Auswertung. Gehen wir doch mal durch, weil ich gerade ein bisschen... Hier gucke ich hier als erstes immer hin, das ist immer so negativ. Kann man ignorieren, das ist das. Okay, also gehen wir durch. Zerstörte Flugzeuge 0, zerstörte Bodeneinheiten 4, Abschlusshilfen 2, 5 kritische Treffer. Treffer insgesamt 17 Stück an der Zahl. Meine Fresse. Eingenommen Stützpunkte, das gibt auch immer richtig Katsching, wie ihr seht. Guck mal, das hat mehr Geld gegeben als zum Beispiel die kritischen Treffer zusammen. Ne? Also, das darf man nicht unterschätzen. Eingenommene der hat man gerade Schlachtdauer. Ja, 6 Minuten 9, recht lang, wie ich fand. Das war ganz cool. Aktivität 98%. Wir haben uns nicht versteckt, auch wenn wir hier bestimmt nicht high tier waren. Gehen wir mal hier hin, 1600 Punkte. Wir wären Zweiter, Dritter beim anderen Team gewesen. Ganz knapp. Schade, ey. Wenn ich da zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Treffer gesetzt hätte, dann wäre ich Dritter gewesen. Ach, knapp, knapp. Gab es hier oben irgendwas Tolles an Abzeichen? Panzerfaust, verliehen für die Zerstörung der meisten KI-Bodenziele. Haha, ne? Hey, so. Was haben wir hier noch? Auge um Auge, verliehen für die Zerstörung eines Spielers, der zuvor die eigene Fahrzeuge zerstört hat. Jaha, so ist das, so ist das. Tank Rescuer, Defend Rightly. Friendly Guard Unit. Ja, wie auch immer man das jetzt bekommen hat, egal. So, ihr seht, Sperrfeuern, Feuern beim Panther A. Von ausgesehen wird das jetzt auch mal etwas schöner werden. Sehr, sehr schick, wie ich finde. So, Sperrfeuer. Ja, bitte, 10.000. Das zahlen wir gerne für. Und nochmal 100 drauf. Fehlen jetzt noch 5.300 Punkte, wenn es nach richtig, wenn ich richtig gerechnet habe. So. Ja, und dann haben wir die fette Granaten hier am Start. Dann können wir nämlich auch von vorne einen Tiger oder irgendwie sowas anderes knacken. 226, da gucken wir jetzt mal gerade einmal beim Tiger E, da wollte ich mich eh gerade einmal kurz gucken, ja, sofern ich hier mit dem Klicken durchkomme, sehr schön. So, der seht der neue Motor, der dauert nicht mehr lange, da sind noch 1, 2, 3 Gefechte, kommt immer so ein bisschen auf an, wie es gerade läuft, dann ist der auf jeden Fall auch auf High Tier. 220, dann hat nochmal 221, ich glaube ein bisschen mehr, ne, gucken wir da nochmal, nicht, dass ich hier Schmarrn erzähle. Was haben wir, 226, ja, also, ja, ich sag mal annähernd der gleiche Durchschlag. Ich muss natürlich bedenken, das ist ein kleines Kaliber hier. Und ja, es führt halt keinen Sprengstoff dabei, ihr seht das ja, ne? Wenn man das hier anguckt, dann steht da Mündungsgeschwindigkeit, ist halt sehr, sehr schnell das Ganze. Und wenn man das hier sieht, dann steht da noch immer dran, explosive Masse 17 Gramm. Wenn man sich das so vorstellt, 17 Gramm. Naja, ja gut, das ist ja immer dann der vordere Kopf und dann fliegt ja die ganze Suppe da durch die Gegend und alle, ja, sterben einen qualvollen Tod. Ist das nicht schön? Ja. So. Okay, ja, also doch ganz, ganz cool zum Schluss noch, wie ich finde. Hat sich, ja, Tiger E, wie gesagt, der macht sehr viel Spaß. Die Kanone ist sehr, sehr toll. Und ja, das, damit kann man leben. Finde ich sehr schick. Ja, cool, cool, cool. Schöne Runde, wie ich fand. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Von ausgesehen sage ich gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.